Hallo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Runde Final Fantasy X2 HD. Und wir machen es immer noch auf die Suche und sofort im Kampf. Na, das passt ja. Auf die Suche nach dem Monsternest, denn irgendein Riesenmonster will unsere Konzertgäste hier fressen und das können wir natürlich nicht zulassen. Das ist ja nicht so schön. So, aber wie scheint, müssen wir uns den Weg hier erstmal durchkämpfen. Beten mit Riku, denn draufgehen wollen wir ja nicht. Knack, Alter. Oh, Alter. Der hat Riku einfach so weggesmasht. Item Phoenix wieder Riku. Los, und jetzt kommt Angriff. Hey, sehr schön. Komm. Alter, dann machen wir erstmal Gesundheit. So, oh, der hat die einfach weggehammert, Alter. Komm, Riku. Heil dich. Na, das war ja nicht so viel. Ich habe ein bisschen mehr gerechnet. Mach beten. Komm, alle. Sehr schön. Okay, das nächste Mal muss er... Oh, Alter, zum Glück. Ich wollte gerade sagen, das nächste Mal, wenn er nochmal so eine Attacke macht, hätte er Yuna angreifen müssen. Beide anderen wären direkt wieder down gewesen. Alter Schwede. Der war nicht schlecht. Der war richtig gut, Alter. So, erstmal hier schön wieder heilen. Sehr geil, Weißmagierin. Yuna. So. Das Monsternest ist irgendwo hier rechts oder so. Ah, da in die Ecke also rein. Oder müssen wir jetzt hier rechts? Da ist ein großes Monster hier drin ist. Bereit sie sind? Ich hoffe. ich weiß es nicht genau, aber ich hoffe. Okay, das ist so ein Medigo-Ding oder so. Heißt der irgendwie so? Balivaha. Okay, Balivaha. Nicht Medigo. Was dachte ich noch? Achso, nee, Medigo ist auch der mit den zwei Köpfen, oder? Oder mit drei Köpfen? Der auch diese Medigo-Flamme kann, oder wie das heißt? Naja, killen wir halt Balivaha. Beten. Na, das macht Riku schön. Das macht Riku schön. Immer schön beten. Ability Erzengel erlernen. Oh. Erzengel ist auch nicht verkehrt. Können wir noch früher oder später gebrauchen. XP 400 noch was. Aber das lohnt sich. Die Kämpfe hier lohnen sich, Freunde. Auf jeden Fall kriegen wir gut Punkte. So, und nun sind wir in dem Monsterhöhle, Monsternest hier, oder was? Das scheint so. Okay, wo lang? Wir gehen mal links rum. Oh. Okay, also hier sind auf jeden Fall eine... Ja, einer von denen. Oh, ich weiß noch, ganz am Anfang im Wald von Luca hat der uns immer richtig... Alter. Habt ihr das gesehen? Weißmagie, Vitra, Yuna. Boah, der hat ja richtig gesmashed. Ja, und jetzt auch noch so. Oh, nee, wir türmen. Alter. Sorry, aber... Ey, was ist er denn für einer? Item. Nee, Item. Phönixfeder. Haben wir zum Glück ein paar. Alter, hart. Komm, ich verballere mal ein paar Potions. Denn ich glaube, unsere MP können wir hier noch gut gebrauchen. Alter, was ist er denn für einer? Oh, da ist eine Kiste. Ey, nicht nochmal, oder? Nee. Yuna, marimas. Hat die schon wieder Japanisch gesprochen? Jo, und er verteilt voll die Zuhälterschellen. Oh, und er ist wieder so ein kleiner Spacko, der Blindhieb macht und so. Okay, okay. Voll drauf. Ja, der Angriff ging daneben leider. Kommt schon hier zwei. Ja, jetzt haben die alle wieder hier blind. Ey, das ist doch so ätzend. Items, Augentropfen. Was war das denn jetzt bitte? Das checke ich jetzt nicht so ganz. Jo, und jetzt ist Yuna auch wieder down.
Das hat alles irgendwie ein bisschen... So, jetzt haben wir ihn down. Also, manche sind hier ein bisschen hart, oder? Okay, Level up. Wir Level 34. Und ich dachte, mit unserem Level sind wir schon gar nicht so schlecht. Aber wir erscheinen, doch. Boah, krass. Hey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die sind voll stark hier. Ich meine, okay, lässt sich gut leveln dann, ne? Aber trotzdem ist das ein bisschen hart, irgendwie. So, mal schauen. Was haben wir denn hier? Hastring, Hastring. Ausrüstung. Yuna. Abwehr plus 5, das können wir entbehren. Ist dann aber immer Hast? Bitte, 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 bitte. Großer. Löst in Not... Oh, nee, nur in Notsituation. Warum denn nur in Notsituation? Ich hätte gern immer Hast. Auto-Hast. Immer, die ganze Zeit. Löst in Not und Protection. Konfus. HP plus 20, so haben wir auch. Nochmal? Cool, wusste ich gar nicht. Wir haben sowieso gerade ein paar Gegenstände, von denen ich nicht gewusst habe. Angriff plus 10. Was ist denn hier los, Alter? Warte mal, auf jeden Fall müssen wir da mal hier. Magie, Z-Abwehr plus 10. Ja, eigentlich nicht verkehrt. Anhalten, Shell. Pass auf, das nehme ich mal raus. Dann mache ich mal... Nee. Nein. Wo ist denn hier? HP, da. Plus 20%, damit sie mal über 1000 ist. So, und bei ihr Muskelgürtel, HP plus 20, okay, das geht eigentlich auch. Ich würde ja echt mal gerne wissen, was Samurai ist, ne? Müsste man ja eigentlich mal ausprobieren. So, Weißmagie, Yuna, Vita. Ballern wir sie mal voll. Shit. Oh, ich habe mich schon so gefreut, ich dachte jetzt... Oh, Hastrick. Oh, der wieder. Weißmagie, Vitra, Pain. Aber das zieht auch so gut wie nichts ab bei dem. Warte mal. Weißmagie, Vitra, Pain. Schwertech. Panzerbrecher. Schwertech. Kraftbrecher. Weißmagie, Vitra, Yuna. Worm. Weißmagie, Vitra, Pain, Angriff. Nein, jetzt habe ich Beten gemacht. Shit, das wollte ich nicht. So, wer ist jetzt erstes? Angriff. Weißmagie, Vitra. Okay, ist down. Ja, okay, wir können wieder nur türmen. Wir können nichts anderes machen. Alles andere macht ja jetzt keinen Sinn. Wie sollen wir jetzt weiterkämpfen? Boah, Alter, da denke ich mir so... Okay, jetzt haben wir eine Methode gefunden. Und dann haut er da irgendeine scheiß Attacke wieder raus. Ne, so eine richtig assige. Boah, Alter, kriege ich echt ein zu viel, ey. Ich muss mir was einfallen lassen. Ganz schnell sogar. Warum mache ich denn jetzt immer Items? Bin ich jetzt... Wie machen wir die nur platt? Auf jeden Fall ist Panzerbrecher schon mal die richtige Methode. Panzerbrecher, Kraftbrecher bringt nichts. Panzerbrecher aber ja. Kommen wir da hoch? Nö. Oh, jetzt sind wir auch noch in der Sackgasse oder was? Oh, wieder Kampf. Also Kämpfe gibt es ja ohne Ende. So. Okay, jetzt müssen wir von Anfang an richtig machen. Da machen wir mal Beten jetzt einfach. So, Schwertech. Panzerbrecher. Angriff. Weißmagie. Vitra. Yuna. Und Angriff. Wieso erst nur auf 82? Schwertech. Panzerbrecher. Weißmagie. Vitra. Riku. Angriff. Hä, warum ist jetzt immun dagegen? Weißmagie. Vitra. Yuna.
Das checke ich jetzt schon wieder nicht mehr so ganz. No more moping. Das wird irgendwie schon wieder zu hoch. Weiß mal, wie Vika. Okay, Pain ist jetzt down. Ja, können wir wieder turnen. Ach, das ist doch so dumm gegen den. Echt. Ey, das macht mich so aggro gerade, dieser blöde Penner. Ja, der macht seine scheiß Kanone da und Bats tot. Echt, da könnte ich so abfacken gerade. Sowas nervt mich richtig. Sowas nervt mich so tierisch. Alter Schwede. Bei sowas gehe ich ja richtig steil, ne? Boah. Gehe ich bei sowas ab, Alter. Könnte ich gerade durchdrehen. So, was haben wir hier so? In der Luft, ja, nö, ist klar. Ja, und natürlich auch wieder so einer, weil hey, warum nicht? Ja, das ist aber auch so mega dumm hier mit dem. Ja, wie soll ich sagen? Mit dem. Ja, ein Angriff war es gleich down. Jetzt. Man kommt doch gar nicht hinterher mit dem Heal irgendwie. Jetzt haben alle nur noch einen. Sehr geil. Ja, wir können schon turnen. Macht doch schon gar keinen Sinn mehr, echt. So was Bescheuertes, ey. Wenn er die Kacke da nicht machen würde, ne, würde ich ja sagen, okay, aber macht er ja sowieso, also macht es gar keinen Sinn, gegen den zu kämpfen. Jetzt haben wir hier eine scheiß Kiste. Ich bin gerade so angepisst von dem. Och, kommt schon. Ja, Riku gleich down. War ja wieder klar. Item, Phoenixfeder, Riku, Angriff. Ja, und vergiftet sind wir auch noch. Klar, warum auch nicht? Warum auch nicht? Hey, warum haut Juna jetzt immer daneben? Hast du getroffen? Ey, wir haben mal wieder einen Kampf zu Ende gemacht. Huhu, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Scheiße. It's all in the wrist. Richtig, scheiße. Ey, das macht mich so wahnsinnig. So was? Was haben wir hier? Eine X-Potion. Na, das ist ja wenigstens schon mal etwas. Rita. So, vergiftet. Und MP hat Riku auch nicht mehr. Das ist doch nicht wahr, oder? Och, Mann, ey. Ohne MP keine Heilzauber. Ohne Heilzauber Arschkarte. Item. Wo ist denn gegen... Ist das... Antidot gegen Gift, ja. So, haben wir ein Elixier? Oh, nur eins, Alter. Haben wir Ether? Da haben wir 9 von. Ach komm, wenigstens etwas. Kommen wir nicht hoch. Das heißt, wir können wieder hinten rumlaufen. Nee, jetzt nicht ernsthaft, oder? Doch, Tatsache. Einmal wieder komplett zurück. Och, nö. Piece of cake. Komm, wir hauen gleich ab. Macht ja doch keinen Sinn. Und einmal wieder rumlaufen. Also Freunde, was lernen wir daraus? Erst nach rechts, dann links. Ja, komm, den können wir killen, oder? Ja, vor allem da reicht ja Beten. B
Beten verbraucht auch keine MP. Beten ist so, das geht. Damit können wir leben. So, das hätten wir auch erledigt. Oh, wir müssen da lang. Und hier hoch, komm schon, komm schon. Ach, nö, ne. Das war jetzt aber schon wieder schwul. So, wir müssen Kombi-Attacken machen, dann geht das einfach besser. Ach, jetzt hat Pain sie ja nicht angegriffen, ne? Das ist auch so manchmal so blöd. Ich verstehe manchmal auch echt nicht, warum die dann warten, ey. Macht der Daten versenden? Jo, der Kampf ist auch zu Ende. Okay, wir müssen auf jeden Fall Yuna wieder heilen. Die hat nicht mehr volle Energie. Und vergiftet ist sie auch. Das finde ich aber auch ein bisschen blöd, dass die Zustandsveränderungen jetzt bis nach die Kämpfe reichen. Also das war ja in X auch nicht so. Das fand ich da ehrlich gesagt dann auch ein bisschen besser. Wenn der Kampf vorbei war, waren auch die Zustandsveränderungen vorbei. Warte mal, ich nehme mal Potions hier. Na, warte mal. Hier dann auch, so. Wir benutzen ja, wenn dann eh nur noch High Potions im Kampf. Da können wir die Potions auch ein bisschen so verballern. Was ist denn, wenn wir jetzt hier rechts gehen? Ist noch, da ist noch eine Kiste. Okay, die nehmen wir noch mit. So, zweimal Phoenix-Feder erhalten. Na, das ist ja schon mal etwas. So, wo müssen wir jetzt lang? Hm. Gehen wir jetzt noch irgendwo hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssten geradeaus weiter, theoretisch. Aber ich habe auch keinen Bock, dass hier irgendwie noch was ist, was gut ist. Und wir lassen das liegen. Komm, wir schauen. Wir schauen wenigstens mal vorbei da. Der Kampf ist jetzt auch nicht so wild. Da passt das ja. Schön Combo. So muss das sein. Die ganze Zeit Combo-Attacken. Ja, und nochmal schön beten gemacht. Geil. Beten ist gut. Beten ist umsonst. Das war's, ja. Oh, nur noch 10. Ey, dann ist Yuna auch wieder ein Level up. Okay, hier muss man hoch. Oh, da ist sogar noch eine Kiste. Seht ihr? Ein Elixier erhalten. Ein Elixier kann man doch gebrauchen. So, jetzt laufen. Oh, wieder Kampf. Ich hoffe, hier so ein einfacher. Nee, okay, gleich Turm. Turm. Und gleich weg. Da haben wir, brauchen wir sowieso nicht versuchen. Ach, nee, du Freunde. So, schwupp. Schwupp. Oh. Okay. Das ist dann wohl der große Drache, den wir gesehen haben, gegen den wir kämpfen sollen. Fuck. Der sieht stark aus. Shit. Wir sollten vielleicht lieber nochmal einen Kampf machen, damit Yuna wenigstens ein Level up ist. Warte mal. Der sieht ein bisschen tricky aus. Oh, aber die sehen jetzt auch nicht so einfach aus. Bring it, Punk. Obwohl, die Attacke war jetzt nicht so stark. Das können wir versuchen. Okay, das dagegen sieht schon wieder ganz anders aus, was der Pudding da macht. Okay, der ist schon mal weg. Ich warte mal, bis der angegriffen hat. Nur, dass wir dann wieder zusammen angreifen können wegen Combo. Dann sind die Attacken wieder so unterschiedlich und dann... Oh. Kinderspiel, alles klar. Wow, und Rico ist auch Level Up. Sehr geil. Okay, das hätten wir noch dann geschafft. Beide nochmal ein Level Up. Kann ja nicht schaden. So, dann machen wir es nochmal fresh hier. Item. Potion. So, voller geht nicht. Das ist unsere Ausgangsposition, mit der wir jetzt leben müssen. Und wie der Kampf wird, Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge von Final Fantasy. Das war Final Fantasy X2 HD für heute und man muss ja wirklich sagen, die Monster hier in der Höhle sind stark. Alter Schwede, der ein oder andere, also der gibt einem schon so richtig aufs Dach. Aber da müssen wir jetzt durch. Und nun stehen wir vor dem Drachen. Oder, ja, ist doch ein Drache, oder? Ich denke schon. Den nennen wir jetzt einfach mal Smaug. So, wir stehen vor Smaug. Und der sprüht auch schon Feuer aus seiner Nase und ich glaube, der wird stark. Der wird uns nochmal richtig Probleme machen. Aber wir versuchen es. Speicherpunkt ist hier leider nicht. Müssen wir jetzt durch. Und wie wir das schaffen oder ob wir es überhaupt schaffen, sehen wir morgen in der nächsten Folge von Final Fantasy X2
HD. Also haut rein bis dahin, euer Jadi. Ciao.